Hey, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Eroshiva und das ist GTA Roleplay und ich sitze im Busch. Hallo. Aber hier ist mein Fahrrad, das ist super. So, jetzt machen wir einmal den hier. Ich war noch gemutet, aber das, also im TS wurde es mir richtig angezeigt, im Spiel ist es teilweise nicht so. Ich weiß nicht warum. Er erkennt das vielleicht nicht sofort. Naja. So. Ich habe mir letztes Mal ein Fahrrad gekauft. Das ist das gute Stück. Alles gut bei euch? Schön. Das ist, glaube ich, der Mirror Park oder so ähnlich, ne? So ein schönes Pärkchen. Ich würde gerne was anderes zum Anziehen kaufen. Langsam ist echt warm in der Hose, ne? So, mal gucken, ob hier vielleicht ein Suburban in der Nähe ist. Aber jetzt checken wir erstmal ganz kurz die E-Mail. Die E-Mails, die SMS und so. Verpasster Anruf. Heute ist der 9. 0:46 Uhr hat mich jemand angerufen. Okay, da habe ich doch geschlafen. Und gestern um 20 Uhr noch. Und um 19 Uhr. Und um 18 Uhr. Und um 16 Uhr. Okay, das ist irgendwie immer die gleiche Nummer. Wer ist das? Dass man das immer nicht weiß, ne? Also, mich hat jemand angerufen mit 242 und 866 ganz oft. 242 und 866. Schauen wir mal nach. 242 und 866. Ah, 242 ist die Susi und 866 habe ich nicht mal eingespeichert. Ich weiß gar nicht, wer das ist. Wer ist das? Doch, hier, Sancho. Ah. Jetzt ist Sancho nicht da. Oh Mann. meine Frage ist, wann spielst du auf Homestate und warum nicht mehr auf GVMP? GVMP war mir etwas zu viel Rösti-Pommes. Und deswegen habe ich mich bei Homestate beworben, weil ich da viel Gutes gehört habe. Und ich spiele jetzt seit, also heute ist mein erster richtiger Tag eigentlich, mein langer Tag. Ich habe jetzt am Dienstag die Einreise gemacht, da war ich aber krank, deswegen habe ich es nicht gestreamt, sondern nur aufgenommen. Siehst du auf dem YouTube-Kanal von mir. Dann war ich irgendwie am Donnerstag oder irgendwie sowas, war ich dann nochmal für 2 Stunden online. Da war ich immer noch krank, deswegen auch nur aufgenommen. Und dann noch einmal gestern. Nee, Sonntagabend Karaoke-Bar, das habe ich gestreamt und dann gestern vor der Arbeit die 3 Stunden, wie immer. Also jetzt wieder der reguläre Stream und ab heute der erste 12-Stunden-Stream jetzt auf Homestate, genau. Jetzt wollte ich noch ganz kurz schauen wegen E-Mails, aber ich muss mal schnell noch hier auf Twitch was gucken. Moment. So. Passt. Dass das hier auch alles wieder seine Ordnung hat. Hat mir jemand geschrieben? Wenn da ein Haken ist, heißt das, dass ich als letztes geschrieben habe, oder? Ich schätze. Ich glaube schon. Okay. Schauen wir ganz kurz noch bei Will und dann suchen wir einen Suburban. Ich will nämlich was anderes kaufen. Marc Anstedt, wer ist das denn? Ach, der. Der hat doch so schön gesungen. Ah, ich muss erstmal whistlen hier. Ich habe übrigens. Oh je, du Armes. Ist halt direkt bei meinem Hotel. Hallo Sturmflut. Schön, dass ihr alle da seid. Mensch, ich freue mich. Nach dem Urlaub und dann krank, wenn man so lange Pause macht, ne, freue ich mich, dass ihr trotzdem wieder hierher gefunden habt. Ah, und ich sag's euch, jetzt wo ich in LA war, es ist so viel krasser jetzt nochmal GTA zu spielen, nachdem man gesehen hat, wie es halt wirklich aussieht und wie krass gut die einfach LA nachgebaut haben. Ich habe so viel wiedererkannt.
Ich muss die ganzen Vlogs noch schneiden, das werdet ihr noch sehen. Würfelpark zum Beispiel. Der Unterschied ist, dass es in Wirklichkeit Kugeln sind, aber sonst. Gut. Guten Morgen, Los Santos. Mann, ist das heute heiß. Ich muss mir erstmal was anderes zum Anziehen kaufen. Oder ich bin das Wetter noch nicht gewöhnt oder so. Die Vlogs sind auf Deutsch, ja. Außer der im Hintergrund, das ist Englisch. So, und was ist ein guter Hashtag? Ach, da kann man auch Profilbesucher sehen. Guck mal. Happelkiste Bike. Verkaufe, verkaufe, verkaufe. Ah, wisst ihr, was ich mache? Ich mache Bike. Wenigstens perfektes Wetter zum Radfahren. Ich liebe dieses Whistle. Ich finde das so cool. Okay. Dann suchen wir jetzt erstmal einen Suburban. Woher hast du so viel Kohle? Ich habe nicht viel. Wo hast du das denn gerade gesehen? Das siehst du doch erst hier. 2,6 habe ich. Und in meinen Geldbeutel habe ich, glaube ich, 1000 oder so. Das kriegst du am Anfang. Niemand reist ohne Geld ein. Das ist ja voll unlogisch. Natürlich hat man erstmal ein bisschen Geld. Ach wo. Kugelpark, ja. Warte mal, hier ist ja nicht irgendwo auch das Kunterbunt? Das Café Kunterbunt? Das war irgendwo da vorne, ne? Wir können mal ganz kurz gucken, ob das offen hat. So, und meine Stimme ist noch nicht komplett wieder da. Verzeiht mir, wenn ich mich ab und zu ein bisschen räuspern muss. Aber es geht mir schon fast wieder gut. Ah, da hat man es gehört. Fast. Ich bin fast wieder fit. Okay, ich glaube. Painkiller. Hallo, Dustin. Solange es nicht ausgereizt wird, finde ich es lustig, wenn es ab und zu mal kommt. Am besten bei Horrorspielen. Ah, ist das Café Kunterbunt das da vorne? Ich bin mir gerade nicht sicher. Es klappt nur bei Horror, ja. Warte, doch, 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 das ist irgendwie. Da, da ist es. Haha, haha, haha. Mein Orientierungssinn ist besser geworden. Ja, ich habe nämlich die Tanke gesehen und gedacht, Moment, von der Dachterrasse aus habe ich doch die Tanke gesehen. Hier, Mimis Fahrrad steht noch da. Okay. Aber ich glaube, es ist keiner da. Schon noch mal ganz kurz. War ja klar. Ja, natürlich klappt das nur bei Horror. Was denkst du denn? Nee, hier ist keiner. Schade. Sonst hätte ich jetzt. Hallo, Masuna. Sonst hätte ich jetzt erstmal einen Kaffee getrunken. Ja, ich habe ein Auto, so eine Schrottkarre, aber die ist bei meinem Hotel. Und mein Fahrrad ist hier. Firo, vielen Dank für deinen Resub. Danke dir. Dustin, du hast ihm das geschenkt. Danke. Moin. Oh. Was soll das heißen, Jax? What the fuck? Und was heißt Jay schämt sich? Bist du Jay? Ach so, jetzt verstehe ich nicht, wie peinlich du streamst, also dass ich peinlich streame, sondern oha, wie peinlich, Komma, du streamst. Ja, ich bin auch wirklich eine Klugscheißerin. Tut mir leid.
Alles gut, alles gut. Solange du nicht mehr Dula sagst, kriegen wir das schon hin. Ja, ich bin Jay und Jay macht auf dumm. Ach so, du bist eigentlich nicht dumm? Okay. Das dachte ich mir auch, Shiva. Was dachtest du dir? Dass ich peinlich streame oder dass es peinlich ist, dass ich streame für dich? Tja, Randy gibt's ja nicht mehr. Er verstellt sich nur, ja. Nein, ist schon gut, jeder spielt eine Rolle. Shiva ist auch viel gemeiner, als ich's bin. Eigentlich bin ich nicht so. Das mit dem Komma. Ach so, okay. Dann bist du ja auch ein Klugscheißer. Boah. Ja, Jay, ich wollte dich eigentlich gerade anrufen, aber wenn du im Chat bist, dann bist du wohl nicht online. Hoffe ich für dich. Ich muss jetzt diesen Scheiß-Suburban suchen. Moment, ihr lenkt mich ab. Also hier ist ein T-Shirt. Ich schätze mal, ja, da steht Klamottenladen, okay. Und wie finde ich den jetzt, wenn ich kein Navi habe? Doch, gerade rein, deswegen hier raus. Ach so, okay. Aber dann melde ich mich jetzt trotzdem erstmal nicht, weil ich ja jetzt weiß, dass du online bist. So, Meta und so. Das ist irgendwie doof. Sagen sie alle. Ja, mal schauen. Sind wir wieder schuld? Was? Nein. Alles gut. Wie hast du mich gefunden? Jax? Hast du gerade einfach geguckt, wer streamt und dann hast du gesehen, Scheiße, die Shiva. Wieso ist mein Navi weg? Das ist ja voll. Ach, jetzt fährt sie von alleine weiter. Passt schon. Kenny hat dir das. Woher weiß denn der Kenny das? What the fuck? Nico, vielen Dank, dass du Masuna ein Resub geschenkt hast. Danke. Leute. Aber ich verstehe das nicht. Wieso ist mein Navi weg? Wieso ist mein Navi weg? Wieso muss ich es jetzt immer. Wieso kommt das zweimal? Da hat sich nichts geändert seit GVMP. Alle finden dich, ja, stimmt. Beim Fahrradfahren hat man nie ein Navi, okay. Ich habe manchmal auch als Fußgänger kein Navi, irgendwie komisch. Wie lange bist du schon auf Homestay, Jax? Ich hoffe, ich fahre jetzt richtig. Über 2 Monate, okay. Und vorher? Klärwerk. Ah, okay. Wieso bist du da nicht mehr? Hat es dir nicht mehr gefallen? Ich hoffe, ich fahre richtig. Ich hoffe es so sehr. Ich habe mich gerade mal auf meinen nicht vorhandenen Orientierungssinn ver. Oh, das war ja sogar gar nicht schlecht. Ich muss mir jetzt erstmal was zum Anziehen kaufen. Ey, wieso weiß der Kenny schon wieder, dass ich. Das ist ja echt wie bei GVMP. Ist ja nicht schlimm, solange man es nicht ausnutzt, ist es ja in Ordnung. Bei GVMP hatte ich teilweise häufiger das Gefühl, dass es ausgenutzt wurde. Das war halt ein bisschen schade. Ah, was schreibt mir denn? Halt an! Übrigens hat die andere Tastatur nicht funktioniert, deswegen habe ich leider heute nochmal die laute. Also vielleicht funktioniert es nachher. War damals bei den Bloods auf KW und dann habe ich eine Pause eingelegt und dann wieder richtig auf Homestead eingestiegen. Ah, okay. Ey, wieso? Shiva, bleib stehen! Sag mal! Also, streamst du auch? Jo, was geht, oder? Wer ist denn das? Andrew, was sage ich? Andrew, what up?
Oder sagt er einfach nur WhatsApp? Keine Ahnung. Jo, was geht? Suburban. Wie schreibt man den? Suburban? So? Einkaufen. Der muss ja auch gar nicht genau wissen, wo ich bin. Ja, ich weiß schon, dass es WhatsApp heißt, aber vielleicht heißt er ja auch so. Ja, schreibt man wirklich so, wie ich es gerade geschrieben habe. Aber egal, der muss es ja eh nicht wissen. Passt schon. So, du lahme Schnecke, Shiva. Schauen wir nochmal, ob ich richtig bin. Nein, jetzt bin ich falsch. Irgendwo da. Die Chance für was? Ja, okay. Wer war das? Ah, Jax, vielen Dank für dein Follow. Dankeschön. Ich weiß nicht, wieso das gerade immer zweimal aufploppt. Wartet mal ganz kurz. Das ist nämlich etwas irreführend. Jetzt sollte es wieder passen. Ach so. Könnte sein, dass er so heißt. So, schau mal ganz kurz nochmal da. Danke, Jax. Doppelt hält besser. Wieso sagt er dann, wie peinlich, wenn er selber streamt? Also, Jax, falls du noch da bist. Du bist echt eine Tröte. Jedes Mal. Das muss ich echt noch lernen. Es gibt zwei mögliche. Mal laut. Buenos días. Hey, Sancho. Sorry fürs Wegdrücken. Natürlich. Na, was gibt's? No, ich bin gerade aufgestanden, habe gesehen, dass du hast angerufen, da ich wurde zurückgerufen. Ja, ich habe gesehen, du hast angerufen. Ja, das ich habe gemacht. Ja, was machst du jetzt so? No, ich bin gerade aufgestanden, stieg gerade in meinem Trailer rum und habe gerade gefrühstückt und jetzt ich weiß nicht, was ich mache. Ah, okay. Ja, ich habe gedacht, ich kaufe mir was zum Anziehen. Mir ist echt warm. Warst du heute schon draußen? Es ist so eine Hitze. Oh, jetzt ich bin da draußen. Oh! Ja. Und mir ist echt heiß und ich habe noch gar nicht so viele Klamotten, deswegen fahre ich gerade zum Suburban. Ach sie? Und da du brauchst Gesellschaft, oder wie ist das? Was brauche ich? Da du brauchst Gesellschaft, oder wie? Gesellschaft, ja klar, Ja. komm vorbei. Oh, natürlich, natürlich. Ja, dann mach ich das mal. Ja. Kannst mir ja was vorträllern, wenn ich mir Klamotten anschaue. Mal gucken. Wenn ich zugucken darf. Nee. Ah, ist ja grausam. Tja. Ja. Pech. Ja. Das wäre ja blöd. Du sagst doch, die singen um. Die singen, die weinen immer alle, wenn du singst. Nee, gar nicht. Nur bei dir eine Lied. Ach so, okay. Außer dieses Senior geistlicher Vater, der immer weint. Ja, aber stell dir mal vor, ich ziehe mich aus und dann fängst du an zu singen und dann heule ich. Das ist ja furchtbar. No. Nee, gar nicht. Dann ich werde das nicht singen. Sondern was anderes. Nee, ich heule nicht, keine Sorge. Na, dann einfach nur ausziehen. Weißt du, okay. Du, Hurra! nee. Nee, 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 Ja, nee. zu spät. Bei dem oberen Suburban bin ich, okay? Na, natürlich. Ja, bis gleich. Hallo, Ego. Ich finde den so lustig, den Kerl. Ich bin schon wieder falsch. Das ist doch nicht dein Ernst, Shiva. Krieg das mal auf die Reihe mit deiner Orientierung. Unmoralisches Angebot ohne Anfassen und gucken. Arme Mimi, warum darf er seine Stimme verstellen? Die dürfen alle ihre Stimme verstellen, aber Mimis Stimme hat wohl an jemanden erinnert, der schon auf dem Server ist und deswegen darf sie nicht. Wegen Verwechslung und so. Ja, das machen ganz viele. Also war jetzt der Klingelton wirklich zu laut? Für den kann ich aber nichts, tatsächlich. Sag ihm mal, er soll folgenden Satz sagen. Nein, ich lese nicht weiter. Du bist selbst ein Mod. Also schreib sowas nicht. Ich lese diesen Satz jetzt nicht.
habe keine Ahnung, was du da schreibst, aber aus. Sub, oh, ich bin fast da. Du kannst es nicht timeouten, weil er selbst ein Mod ist. Ja, aber trotzdem, wenn ich es verwenden würde, wäre es ja dann schon wieder hier Dingsbums. Meta und so. Nee, nicht Meta, das andere. BSG, ich war zu lange weg. Egal, alles Meta, Leute. Immer. Sowieso. Böser Masuna. Hallo. Hi. Hallo. Also die, ja. Ich versuche mal, ob ich nachher die Tastatur neben mir zum Laufen bringe noch. Aber jetzt erstmal müssen wir noch die nehmen, leider. Die etwas lautere. Ne, Moment, Moment. Ich hab ein anderes Problem. Schwarzes Kleid? Auf dem Fahrrad? Ich kann grad nicht so gut in den Schuh rein, Entschuldigung. Doch, kannst du. Er ist aber kein Mod mehr. Doch, doch, er ist ein Mod. Buenas, Chica. Hey. Ja, du bist richtig angezogen für das Wetter. No, natürlich. Hast du gut gemacht. Ja. Ja, ich hab noch nicht so viele. Was machst du da? Zugucken. Ein Stück zurück. Und fertig. Natürlich. Ein Stück zurück. Ja. Bitte so. Ja, besser. Hurra. Schade. Etwas arg nah. Na, also bitte. Ja, also bitte, das muss ich sagen hier. Ja. Oh je! Was? Oi, oi, oi. Hurra! Na, weg, nein, nein. Ja. Nix Hurra hier. Ah. Die ist hier grausam. Die Hose? Nee, gar nicht. Ich bin mir unsicher, aber ich will eigentlich eine kurze Hose haben, es ist so heiß. Ja. Hm. Probier's doch mal mit einer Latzhose. Was mit einer Latzhose? Ja. Ich trage die immer sehr gerne. Wirklich? Natürlich. Na, ich mag eigentlich lieber solche Hosen, aber es ist viel zu warm. Das wäre doch grausam. Findest du? Ja, bei dem Wetter ist es grausam. Ja. Hm. Ja, ich habe schon überlegt, eigentlich so eine Kombination aus Rock und... Oh, die ist schön, aber auch so warm wieder, ne? Mhm. Naja, ich habe ein paar Schlitze in der Hose, vielleicht hilft das, aber... Na. Nicht, gell? Nee, gar nicht. Hier ist halt wieder kalt, ne? Durch die scheiß Klimaanlage. Natürlich, sie. Denke ich mir jetzt wieder, klar, das passt. Und dann gehe ich raus und dann trifft mich wieder der Schlag. Oh, also bitte. Ah. Ja. Hast du ein neues Lied gelernt? Weiß nicht, welche kennst du denn? Von dir? Ja. Ich weiß nicht, wie die alle heißen. Na, bin ja immer dabei, neu zu lernen. Kannst du auch was Rockiges? Ja, das weiß nicht, ich bin ja so die Romantiker. Also was Rockiges kann dir anbieten, Summer 69 oder I Don't Wanna Miss a Thing von Aerosmith. Ja. Okay. Aber so Iron Maiden oder so kannst du nicht? Nee, gar nicht. Oh, schade. Mag ich auch nicht. Magst du nicht? Echt? Nee, okay. Aber du kennst zumindest Iron Maiden. Ja. Okay. Na, immerhin. Ui! Gar nichts zu sehen hier. Willst du dir nichts auch anschauen? Na, no, ich bin zufrieden. Ehrlich, okay. Ja. Hab eine Hose an, meine Flipflops, mehr brauche ich nicht. Tja. Ja. Irgendwie, oh, ne. Ich finde ja diese Hose richtig geil. Aber auch wieder viel zu warm. Damit mag gut gehen auf eine Rave-Party. Party? Ja. Partyhose, ja. Stimmt, die ziehe ich bei der nächsten Party an. Gute Idee. Ja. Ah, hier, das sind die Latzhosen. Latzhose. Das gefällt dir. Na, sehr sogar. Warum? Weil ich finde ganz wunderhübsch. Wirklich? Ja. Naja, ich muss sowas wahrscheinlich sowieso in meiner Arbeit dann anziehen, deswegen. Was arbeitest du denn? Ich werde heute, habe ich mein Vorstellungsgespräch bei den Mechanikern und wir haben mir schon gesagt, dass es wahrscheinlich klappt und dann kriege ich halt einen Blaumann, ne? Na, bei dir in die Stadt ist jemand oder oben? LSC. Also hier in die Stadt? Ja. Ach, ja. Ja, hier. Ja.
Und da habe ich halt sowieso sowas Ähnliches an, deswegen, das muss ich dann nicht auch noch privat tragen. Natürlich, also ja, ich fand trotzdem sehr caliente. Ja. Ja. Warum trägst du das dann nicht? Weil ich habe eine Hose an. Ja, das sehe ich, dass du eine Hose anhast. Aber Hab ich kannst schon ja auch gesehen. eine Latzhose anziehen. Ja, dann muss ich aber wieder nach Hause fahren oder ich kaufe mir eine neue. Ja, kannst du eine neue kaufen? Na, ja, warum nicht? Oh, sag ich doch. Und nebenbei kannst du was singen. Also bitte, ich bin doch kein Stück Fleisch. Nicht? Na. Ich dachte, singen das Fleisch. Na, du, dann mache ich halt. Also, ja. Hast du schon mal, ich weiß nicht, was von die Beatles von mir gehört? Oh, Beatles? Nein, habe ich noch nicht gehört. Ja, dann mache ich das mal, ne? Ja. Ja. Der singt so gut, passt mal auf. So eine geile Rolle. Ey, das sieht sogar gut aus. Ja, die Latzhose. When I found myself in times of trouble, Mother Der Mary singt halt comes to wirklich. me, speaking words of wisdom, let it be. And in my darkness, she is standing in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be. Let it be, oh, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. Das ist voll geil. And when the broken hearted people living Ich in habe den beim the world Karaoke-Abend free, kennengelernt. there will be an answer, let it Hey Crazy, stabil. be. For though they may be parted, there is still a chance to see. There will be an answer. Let it be. Let it be. Let it be. Oh, let it be. Let Bisschen it kurz, ne? be. Whisper words of Brauche ich ein anderes wisdom. Oberteil eigentlich? Let it be. Let it be. Let it be. Oh, let it be. Let it be. Big Tati, There vielen will Dank für dein be Follow, an Dankeschön. answer, let it be. Wir den gemieten für gemütliche Abende allein. Oh, so schön. Oh, Also, du natürlich. Ja. kannst wirklich so gut singen, wow. Und ich Gracias. bin nicht so jemand, der gerne Komplimente macht, also darfst dir was drauf einbilden. Hurra! Ja. Und das hast du mir tatsächlich noch nicht vorgesungen. Nee, gar nicht. Nee, gar nicht. Irgendwie gefällt mir die Hose, aber irgendwie ist sie auch ein bisschen kurz. Mir Ich bin gefällt mal. das Oberteil. Dir gefällt das Oberteil? Auch wenn man das sieht immer. Ja. Ja, das hatte ich ja schon an, das ist ja meins. Ja. Ja. Ja, das gefällt mir auch. Oh, ei, Ich hab mich doch ganz schnell umgezogen jetzt. Mein Gott, als ob du noch nie eine Frau in Unterwäsche gesehen hast mir gar jetzt. nicht. Wahnsinn. Wenn du das nicht erträgst, dann dreh dich um. Finde ganz wunderbar. Ja, dann Mal passt ja. gucken. Ja, alles noch in Ordnung. Ja. Alles gut bei dir? Oder ist dir jetzt schon Unglück Nee, geschehen? gar nicht. Alles noch sehr gut da unten. Oh ja. Alles noch oben da unten, okay. Noch nicht. Na, dann ist ja gut. Ja. Vielleicht nehme ich doch die. Ich finde die eigentlich ganz cool. Aber nicht in Grau. Nee, gar nicht. Nee, gell? Nee, gar nicht. Mal gucken, was haben die denn hier? Also, die Latzhose war ja nicht schlecht, ne? Ja. Ah, da, schau, die steht hier auch. Natürlich habe ich auch ganz viele davon. Ha. Wie findest du grün? Sehr hübsch. Schaut eigentlich ganz gut aus, gell? Ja. Ja, bei dem Wetter heute, ich glaube, die nehme ich. Na, dann mach das. Sagen Sie mal, was kostet denn die Hose hier? 25? Ach, das können wir machen. Das können wir machen. Okay, super. Danke. Und wehe, es ist jetzt kalt, wenn ich rausgehe, ne? Oh, das meint das. Was?
Ich hab's mir falsch einpacken lassen. Ja, wo habe ich denn jetzt die Hose hin? Ach, da ist sie ja. Ja. Ich glaube, ich habe mir mein Oberteil falsch einpacken lassen auch. Aha, ja, ach, ist da. Möglich. Oh, ja, einfach raus damit. Alles okay, gut. Raus. Na, schnell umge... Was ist raus damit? Ach, tu. Nee, gar nichts. Ah, okay, wie bist du da? Mit meiner Motorrad. Ah, okay, ich bin mit dem Fahrrad da. Ja, ich wollte jetzt ein bisschen so durch, weiß nicht, durch die Landschaft fahren. Nimmst mich mit? Natürlich. Lass ich das Fahrrad da stehen? Ja. Cool. Und was hast du noch gemacht? Sancho Mobil. Was denn? So nach gestern, dem Karaoke-Abend. Noch ein bisschen private Party. Oh, okay. Hm. Immer rauf da. So. Fährst du gut? Natürlich. Richtig gute Musik. Ah. Hallo Chris. Hallo Shiva. Na? Ich habe hier sehr laute Musik auf dem Ohr, aber ich höre dich schon irgendwie. Weil ich gerade mit dem Motorrad unterwegs bin, da höre ich dich nicht so gut am Handy. Das ist aber kein... Oh, ich höre dich gar nicht. Ich rufe dich zurück, wenn ich irgendwo angekommen bin, ja? Okay. Ciao. Ah! Wie fährst du? Hilfe. Ganz vorzüglich. Vorsicht! Oh, was machst du? Nein, also Sancho! Oh, nee. Hey, mach keinen Scheiß hier! Oh, ey! Jetzt mach mal ein bisschen braver, bitte! Ja. Joker LP 00, vielen Dank für den Follow, ja toll, was du alles machst, aber bisschen entspannter, ne? Nicht so querfeldein hier. Ja. Kein Bock heute noch zu sterben. Also bitte, bin guter Fahrer, hab gemacht Führerschein mit 33, mit 33 Punkten. Ja. Mit 33 Fehlerpunkten? Nee, gar nicht. Nein. Sag mal. Geh. Ich finde deine Musik ja geil, aber dein Fahrstil? Na, also bitte. Daneben kann ich reinfahren. Sancho! Ich bin ja nicht ängstlich oder so. Ein bisschen Rücksicht. Ja. Mas una. Psch, was darfst du auch nicht fragen? Du bist Mod, du solltest das wissen.
Der ist richtig gut. Deswegen habe ich mir hier seine Nummer geben lassen beim Karaoke-Abend. Let the midnight special shine a light on me. Oh, wo sind wir denn hier? Let the midnight special. Blink outy! Ah, okay. Ich weiß gar nicht, ob ich hier schon war. Ich bin ja noch nicht so lange da. Shine a light on me. You're kind of confusing. Road trip! Bis dahin. Oi, oi, oi. Hallo, Epic. Wisst es doch auch. Aber ich kann nichts fragen, was ihr schreibt. Gesagt. Oh. Oh. Das finde ich gar nicht okay. Ich blute am Knie voll. Schau mal. Ich hab dir gesagt, du sollst vorsichtiger fahren. Oh, ist ja grausam. Also yeah. Bitte. Ja, du bist grausam. Ich bin Sancho. Nein, grausam. Hast du dich nicht festgehalten? Doch. Na. Aber du fährst ja so furchtbar. Also bitte. Ja, du musst schon ein bisschen Rücksicht nehmen. Natürlich. Hast du aber nicht. Oh, deine arme Knie. Oh. Ja. Komm, wir fahren uns jetzt mal im Trailer, da machen wir was drauf. Okay. Ja. Aber jetzt nicht mehr so komisch. Komprende. Na, brauche ich andere Musik. Ach, das ist die Musik, die verleitet dich dazu. Natürlich. Ach so. Bin sehr leicht beeinflussbar. Ach, bist du? Na. Nee. Doch, natürlich. Mhm. Ich bin Sancho. Ja. Und beeinflussbar. Und grausam. Ja. Nee, warte. Ah! I never meant to cause you any sorrow. I never meant to cause you any pain. Only wanna see you laughing. Purple rain, purple rain. Purple rain, purple rain. Purple rain, purple rain. See you laughing in the purple rain. Ah, jetzt habe ich auch noch Hunger. Oh, no problemas. Verletzt und hungrig. Oh, das ist ja grausam. Verletzt und hungrig. Oh, mio de madre. Willkommen in Amigoville. Oh. Du wohnst wirklich im Trailerpark. Ja. Das ist Amigoville. Okay. Komm rein. Ach, so schleppst du Frauen ab. Nee, gar nicht. Ist das nicht dein Ding? Uh-uh. Verletzen und dann mit nach Hause und dann... Nee, okay. Gar nicht. Okay. Ich glaub dir mal. Ja. Suchst du was im Kühlschrank?
Na, ich gucke gerade. Du könntest dir, weiß nicht. Was hältst du davon, dir eine Kaugummi drüber zu kleben? Ein Kaugummi? Ja. Ich kleb doch nicht da Kaugummi drauf. Kaugummis habe ich selber. Ja, dann, weiß nicht, hier zum Desinfizieren. Ja, ich nehme jetzt erstmal meinen Helm ab. Ich bin schon total... Ja. Oh. Desinfizier das mal bitte. Danke, mit dem Wodka, ja, okay. Mach du nicht. Ja. Oh. Oh, jetzt sehe ich es erst, am Arm bin ich ja auch verletzt. Schau mal, ich habe das gar nicht gespürt. Brauchst du noch einen Wodka? Nee, da ist noch was drin, warte. Und den Rest, den trinke ich einfach. da wo ist ein bisschen froh, ne? Ne. Findest du? Ich finde, das brauche ich jetzt. Ah, sieh. Purple rain, purple rain. So, und den Rest runter. Ja, runter mit dem Zucker. Trink ja mal einen, ne? Ja, komm. Ja. Wie singst du eigentlich, wenn du betrunken bist? Nicht mehr so gut. Okay. Ja. Und jetzt? Ich weiß nicht, vielleicht holen wir mir noch ein Pflaster oder so? Das nervt nämlich, das hat nämlich nicht oft zu bluten. Zum 7-Eleven! Ja, komm, fahren wir zum 7-Eleven. Aber schön, dass es hier. Hast du abgesperrt? Nee, gar nicht. Hör auf mit dir. Ja. Ah, das war mein Knie. Oh, ist ja krass. Richtig irgendwie steif, haha. Ja, sehr steif sogar. Ja. Du nicht mal mit Helm fährst, ne? Sweat, bei deinem Fahrstil. Okay, bitte? Dass du nicht mal einen Helm trägst bei deinem Fahrstil. About, so put your hands down my pants. I know that you feel nuts. Yes, I'm Cisco. Yes, I'm Herbert. And you getting two thumbs up. You have enough of two and touch you one and rough the other. Bounce you, I want you smothered. I want you covered. Like my waffle house. Ash Browns come quicker than a FedEx. Never reach into the Apex. Yeah! Just a day like in this. You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like that on the Discovery Channel. You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like that on the Discovery Channel. Tankst du gleich? Natürlich. Dann bin ich kurz drin, ne? Komm, Rende. Hallo? Ich hätte Ihnen ja fast was verkauft. ja, ich bin auf den Kopf gefallen. Sie haben Erste-Hilfe-Koffer im Angebot. Ja, den nehme ich auf jeden Fall. Geben Sie mir gleich mal zwei. Und, warum sind bei Ihnen die Orangen so teuer? Kondome in allen Größen? Nein, nein, brauche ich nicht. Danke. Was soll ich? Also, sagen Sie mal. Vaseline brauche ich auch nicht. Also, was wollen Sie mir hier verkaufen? Ach, geben Sie mir die Erdnüsse. Mein Gott, hier. Wiedersehen. Sie haben schon einen leichten Knall, hm? Der hat's vielleicht nötig. So, warte, ich klebe mir mein Pflaster gleich mal drauf. Das hört nicht auf zu bluten hier. Oh, natürlich sieht er. Ja. Pantotofel Nummer Skarajas. Ja. Hat er mir das jetzt nicht in... Oh, ich hab's im Laden liegen lassen. Moment. Ist ja grausam, natürlich. Sie haben mir meine Bestellung nicht gegeben. Nee, haben sie wirklich nicht. Wieso nicht? Was soll das? Ja, ich wollte die Erdnüsse und ich wollte zwei Erste-Hilfe-Koffer.
Oh, okay. Ja, dann, ich dachte, Sie nehmen Karte, nicht? Ja, dann sagen Sie das doch, Mann. Dann nehme ich mal noch 200. Ja, die Erdnüsse waren noch drin. Okay, ja, dann, mir reicht eigentlich auch ein Erste-Hilfe-Koffer tatsächlich. Das ist okay. Ach so. Ach so. Ah, ja, dann, ist das so schwer, so ein Erste-Hilfe-Koffer. Okay. Ja, dann, was mache ich denn dann? Ich habe Hunger. Ich esse meine Zimtschnecke. Mh. Lecker. Und vielleicht noch gleich die Erdnüsse. Jetzt hätte ich gerne den Erste-Hilfe-Koffer, bitte. Danke. Meine Güte. Sie machen es einem aber auch gerne schwer hier, hm? So, jetzt erstmal das Pflaster hier drauf machen. Ey, das war vielleicht ein Arschloch. Da gehen wir nicht mehr her. Nee, gar nicht. Warum denn wir? Ja, weiß ich nicht. Du wirst bestimmt auch nicht zu so einem Arschloch gehen. Was hat er denn gemacht? Ja, der hat mich verarscht und wollte mir meine Sachen nicht geben. Dann hat er es unter der Theke versteckt. Dann hat er gemeint, ich kann das nicht haben. Das und ich meinte, hier, schauen Sie mal, ich blute total. Jetzt geben Sie mir den scheiß Erste-Hilfe-Koffer, den Sie da stehen haben. Ich sehe ihn doch. Hat ja. Er gemeint, nee, der ist viel zu schwer, den kann so eine zarte Frau wie ich bestimmt nicht mal tragen. Na, also bitte, was ist denn das für einer? Mhm, da gehe ich nicht mehr hin. Nee, gar nicht. Doch, wir gehen da noch hin. Meinst du? Ja. Wieso? Ja, wirst du schon sehen, sieht der Mann. Ist das eine Drohung? Nee, gar nicht. Okay. Ah, wer will denn jetzt schon wieder was? Ich. Ach so, was willst du denn? Weiß nicht. Okay. Ja. Hast du schon gefrühstückt, gell? Na, eine kleine Pancake und eine Kakao, die war heiß und lecker. Ah, okay. Ja. Ah, gucken. Ach, ja. ich muss telefonieren. Ich hatte ja vorhin einen Anruf, da hast du so laut Musik gehabt, dass ich ihn gar nicht gehört habe. Ach, sie. Ich ruf mal kurz an, ja? Natürlich. Jetzt ist besetzt bei ihm, natürlich. Also bitte, was ist denn das für einer? Ja. Ja, immer am Telefon. Tja, dann halt nicht. Ja. Weißt du zufällig, wo die Blatts sind? Welche? Die roten. Welche davon? Ach, scheiße, keine Ahnung. Meinst du die Website? Ah, die normalen? Ja, das ich weiß. Oh, kannst du mir das mal zeigen? Natürlich, warum denn bitte? Weil ich wissen wollte, wo die sind. Und wovor du das möchtest wissen? Für mich. Hm. Das ist keine gute Antwort. Wenn du erwartest eine gute Antwort, das ist dieselbe Frage, wenn ich sage, ja, das ich weiß, aber nicht sage, wo. Ich will wissen, wo die ganzen Gangs hier sind, damit ich weiß, wo ich vielleicht aufpassen muss. Comprende? Hm. Das ich dir noch kann zeigen. Oh, cool. Was machen wir hier? Warte kurz. Okay. Hallo. Hallo. Jetzt höre ich dich. Das freut mich. Jetzt hat er die Musik ausgemacht. Ist er zu weit gefahren auf dem Motorrad oder was? Ja. Oh, voll so Couple Goal mäßig. Was für ein Ding? Couple Goal. Ach so, okay. Nee, ich dachte erst, du hättest schon ein Motorrad, deswegen war ich gerade eben so ein bisschen... Mm-mm. Ich bin im Sancho unterwegs, falls du den kennst. Finkelstein? Ja. Geil. Den habe ich in der Karaoke-Bar kennengelernt. Ja, Sancho ist cool. Ja, ist ein richtig cooler Typ. Ja, meistens. Meistens? Jetzt wird schon wieder für mich gesungen. Von wem? Von meinem Kollegen. Ah, lass dir lieber was vom Sancho vorsingen. Ja. Ich will gar nicht so viel Aufmerksamkeit. Okay. Was willst du denn eigentlich? Ich wollte fragen, ob du was machen willst. Ach so,
Theoretisch, ja, aber gerade mache ich noch was im Sancho. Also wenn, dann ja, kannst du dich anschließen. Ich bin Sancho. Ja, das kann man, glaube ich, einrichten. Ja, was wolltest du denn machen? Weiß nicht, schlag was vor. Wieso soll ich mal was vorschlagen? Alle so ideenlos hier. Ja, ich habe doch gerade was gesagt. Geh in deine Taschen. Was hast du gesagt? Ja? An den Strand gehen oder so. Ach, an den Strand gehen, das habe ich nicht gehört. Weil der ja so warm ist, hast du ja auch Whistle geschrieben. Ja, hast du es gelesen. Natürlich, da hat ja auch einer drunter kommentiert, das Whistle dein Tagebuch. Echt? Ich habe noch nicht nachgeschaut, was jemand drunter geschrieben hat, okay. Sancho, was hast du gesagt? Sind deine Taschen leer, sieht der Mann. Also bitte. Meine Taschen? Nee, wieso? Ja. Mach das mal gleich. Wieso? Weil ich das sage. Weil du das sagst? Nee, ja. Sancho, so nicht. Also bitte. Musst schon sagen, ja, wieso. Oh, meinst du nicht, dass die Platz mich hochnehmen, oder was? No, nicht an die Telefon, verdammt nochmal. Ach so. Was, die Platz wollen nicht hochnehmen? Ich hoffe nicht. Warum sollen die dich hochnehmen wollen? Keine Ahnung. Weil ich, eine Nussschnecke dabei hab. Nee, eine Zimtschnecke. Ja. Oha. Ja, und die Platz wollen an meine Zimtschnecke, das hört sich so falsch an. Oh, je, 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 je. Oh, ja. Oh, Sancho, Vorsicht! Oh, ihre Zimtschnecke! Hör auf! Ja. Nicht an meine Zimtschnecke, nein, hör auf! Sorry. Chris, alles okay? Bevor du gesagt hast, das hört sich so falsch an, habe ich gar nicht falsch gedacht. Ach so, na dann. Ja, sollen wir uns irgendwo treffen? Ja, können wir machen. Ja, und wo? Sancho? Ja. Worauf hättest du denn noch Lust? Zimtschnecke. Zimtschnecke. Ja. Aber nicht meine. Dann gar nichts. Dann nicht. Du kannst dir eine Zimtschnecke beim Kaffee holen. Ja. Vielleicht ist ja die Mimi da. Vielleicht gibt sie dir nichts. Mimi hat doch, der will ich das gar nicht. Aber jetzt leg erstmal auf, bitte. Was, ich soll auflegen? Warum? Ja, einfach vertrauen. Na gut, ich rufe dich gleich zurück, Chris, okay? Jetzt hörst du schon auf Sancho. Nur kurz, weil ich wissen will, was er will. Ja. Okay. Aber diesmal sollte auch nicht besetzt sein. Ich fahre schon mal Richtung PD und mach Feierabend. Ja, genau, mach mal Feierabend. Okay, jo, bis gleich. Tschüss. Also, ich soll ab... alles deinen Kofferraum davon. Warum? Ah, bitte! Nee, also sag schon, warum. Weil wir dem jetzt eine Lektion erteilen. Wem erteilen wir eine Lektion? Ja. Was ist, hast du vor? Na? Soll ich den Helm lieber auflassen? Wäre klug. Nee. Dann kannst du... Okay, ich habe jetzt nicht so geile Sachen dabei. No Problem, ist ganz einfach, wir warten. Aber du musst alles da reinlegen in die Kofferraum. Der ist aufgeschlossen. Comprende? Nee. Ja. Sag schon, warum? Weil ich dir sonst nichts geben kann. Was willst du mir denn geben? Oder hier, weißt du, nimm mal die Tasche da und pack das alles in die Tasche. Damit deine Hosentaschen sind frei. Comprende? Na gut. Gracias. Gleich zurück. Okay. Ja, in meiner eigenen Tasche packe ich das schon, das ist okay. Und wie falsch habt ihr das jetzt erst geschnallt? Aber wie sie beide lachen mussten, super. Was denn? Halt es! Was? Ich halte es ja schon. Oh! Was? Dieb ist gut. Was klaut? Der klaut gerade. Der raubt den Laden aus. Sancho? Los! Sancho! Okay, aber jetzt hab... Fahr! Hilf auf! Na, Motor! Hast du gerade den Laden ausgeraubt? Nee, gar nicht. Eine Woche da und direkt mal... Okay. Du hast gesagt, du willst ihm die Lektion erst erteilen. Ich will ihm... Nein! Ich behalte es aber nicht, das kommt hier in deinen... No, das bringen wir direkt weg. Wo willst du es denn hinbringen? Zu so einer Signorissima. Oh! Ja,
Sag das aber bitte keine. Okay. Ja. Du bist ja ein ganz gefährlicher. Nee, gar nicht. Scheiße, wieso fährst du? Du warst auch schon ganz unfreundlich zu mir gewesen. Signora. Ja. Ah, was machst du hier? Was? Ich bin unfreundlich zu dir. No, diese Signora war auch schon ganz oft unfreundlich zu mir. Ach, oder die? Nur mit Zeit. Ja. Oh. Ich hab nicht gesagt, Lektion erteilen. Oh, ja. Oh, festhalten an die Sancho. Ich hab gesagt, da gehe ich nicht mehr einkaufen. Das ist ein Unterschied. So, bitte absägen. Ja, gerne. Und Musik aus. Ja. Dass du gleich verstehst mit, da gehe ich nicht mehr einkaufen zu, da gehen wir jetzt hin und rauben den aus, kann ich ja nicht. Ja, klar. Ja. Geh schwimmen. Ich hab nur Diebesgut in meiner Tasche. Alles klar. Ja, okay. Ich will das nicht haben. Sancho. Ey. Dieser Kerl. Ich kann nur meine Hose ausziehen. Unter dem Oberteil habe ich nichts an. Guck mal. Ah. Toll. Gibt's hier was kostenlos oder was? Wow. Also da stand gerade Hehlerware verkaufen. Und ich habe $168 dafür bekommen. Oh, geil. Mann! Ey, Scheiße hier. Sag mal. Okay. Hä? Geh bitte. Du bist ja drauf. Nee, gar nicht. Ich bin nur Sancho. Ja. Ja. Hast du eine Zigarette? Nee, gar nicht. Ich bin nicht Raucher. Ja, ich eigentlich auch. Aber was anderes. was? Ach so, oh ja, Raucher. Gerne. Latzhose. Hm. Ja, Schnee wieder anziehen. Ja, ich bin noch pitschnass. Na, das du bist du. Ich kann meine Hose noch nicht wieder anziehen. Das ist gut über die Latzhose. Die ist nicht eng am Körper, weißt du, die Klappe immer nur. Na, oh, aber kannst dich erstmal trocknen, da weißt du, da in die Sonne begonnen zu setzen oder so. Ja, kurz. Ich, also so kann ich jetzt meine Hose nicht anziehen. Nee, gar nicht. Habe ich auch nichts dagegen. Haha. Haha. Mann, ist der Sand hier tief. Ja. Oh, du Scheiße, hey. Okay, jetzt gehe ich da wirklich nicht mehr einkaufen. Na, ich bin nicht scheiße. Na, du nicht? Ja. War ja eigentlich ganz cool. Natürlich. Hey, magst du Country? Ja. Ja. Kennst du auch Creedence Clearwater Revival? Natürlich. Das ich habe schon noch niemals CCR. Versucht, ich glaube. Hm? Das hier, ich glaube, ich noch niemals habe versucht. Dann versuch doch mal. Na. Nicht sein, Bose, wenn ich, ist nicht gut. Nö, alles gut. Ja. Put a candle in the window, 'cause I feel I've got the mood.
I'm gonna be coming home soon. Long as I see light. Pack my bag, let's get moving. Cause I'm bound to drift away. Das mache ich, weil die Haare noch nass sind. Das mache ich immer, wenn ich nichts zu tun habe. Gone, no, don't have to worry, no. Long as I can see light. Beobachte das mal, ich mache das ständig. Guess I've got that old traveling bone. Got this feeling won't leave me alone. Danke für 1800 Follower, Leute. Ihr seid super. Won't be losing my way, no, no. Long as I see light. Yeah. Wie krieg ich denn die scheiß Tasche jetzt wieder ins Inventar? Yeah. Alles nur wegen Sandschulden. Hey. Yeah. Oh yeah. Put a candle in the window. Cause I feel I've got the mood. I'm gone. Mir gefällt halt Homestead echt schon so viel besser. Die Leute da. Komplett anders, oder? See long as I see light. Long as I see light. Er hat's halt echt drauf, ne? Long as I can see the light. War doch super. Du sagst, das weiß nicht, ob es klappt. Na, hab ich noch nie probiert. Oh, Naturtalent, ha? Huh? Gracias. Ja. Fehlt nur noch eine Gitarre. Na, no, dafür, ich habe meine Keramikgitarre. Eine was? Meine Keramikgitarre. Keramik? Nee, gar nicht. Keramikgitarre. Aber aus deinem Handy? Nee, gar nicht. Ja, das auch. Ja. Okay. Ja. Ey, und ich glaube, ich bin sogar wieder trocken. Mein Gott, die Sonne ist heute vielleicht heiß. Hurra! Ja, alleine die Latzhose.